In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Ich habe gerade die Wäsche reingeholt und die alte Wäsche auch mit drauf getan. Für mehr Wahrheit auf YouTube. Das ist alles Wäsche. Ich muss das jetzt alles einfach zusammenfalten und dann sortieren. Aber ich muss nicht viel bügeln. Bügeln ist ja immer doof. Vor allem im Sommer. Aber Dingens geht eigentlich hoch. Ja, ich muss übrigens die Fenster sauber machen. Die Fenster sehen aus wie Sau. Also Frühjahrsputz ist, glaube ich, heute ein bisschen und morgen ein bisschen. Und ja. Morgen müssen wir übrigens auch einkaufen gehen. Und das Bett haben wir gar nicht gemacht heute Morgen. Weil wir gefrühstückt haben, dann waren wir beim Fußball. Weil, aber da wurde für etwas angeschrieben. Da wollten wir mal schauen gehen, wie das ist. Ja. Deswegen haben wir das Bett nicht machen können. Wir haben halt gefrühstückt und sind direkt los. So, ich hole mal Lina kurz rein und danach fange ich an zu falten. So, das muss jetzt alles gefaltet werden. Das habe ich jetzt gemacht und das muss alles gebügelt werden. Das muss ich dann morgen oder so machen. So, ihr Lieben, ich muss jetzt noch die Wäsche aufhängen. Dafür muss ich aber erstmal hier rausholen. Und danach würde ich anfangen, hier sauber zu machen. Weil ich muss einiges tun. Ich habe jetzt noch nichts gemacht. Weil in den letzten Wochen hatte ich einfach keinen Bock, keine Lust, keine Kraft. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Also, ich hatte gar keine Lust, glaube ich. Also, eigentlich habe ich immer noch keine Lust, aber weil ich jetzt neue Reinigungsmittel gekauft habe, habe ich total Lust. Weil meine Mutter meinte, das bringt auf jeden Fall was, das ist total gut. Ich habe es auch alles natürlich selbst bezahlt. Und bin auch gespannt, ob das hilft. Weil wenn das hilft, dann kann ich euch das nur empfehlen. Ich werde dann nichts mehr kaufen aus der Drogerie oder sonst wo. Und was wisst ihr, was das Gute ist? Ich benutze ja immer das hier. Das ist aus Holland und das ist richtiges Chlor. Damit kriegst du alles weg, ne? Aber das stinkt so und man sollte in der Schwangerschaft nicht so starke Mittel benutzen. Vor allem, wenn man in einem geschlossenen Raum irgendwas sauber macht. Deswegen kann ich euch das andere nur empfehlen. Naja, jetzt hänge ich die Wäsche kurz auf. You was to never break it. Spend
durch und jetzt geht's an die Fenster im Schlafzimmer. Ich zeige euch jetzt mal kurz die Reinigungsmittel. Ich zeige euch mal, was ich gekauft habe. Es gab natürlich viel, viel mehr, aber ich habe es nicht eingesehen, so viel zu kaufen. Ich habe jetzt insgesamt 15 Euro bezahlt für alle 5 Produkte. Also ich habe einmal so einen Allzweckreiniger, da steht auch alles auf Deutsch drauf, das ist die Marke Desti. Dann einmal ein Fettlöser, der soll richtig gut sein für die Fenster und so, meinte meine Mama. Und alles mögliche halt. Dann einmal Super Antikalk. Das ist dann halt fürs Badezimmer oder für die Küche. Dann haben wir hier Gläser und Oberflächen. Das könnte man dann halt auch für die... Ich muss mal gucken, was für gut für die Fenster... für die... ich komme jetzt nicht drauf. Ey, hör auf damit bitte. Naja, das ist aus. Fürs Badezimmer ist das. Also das hier werde ich jetzt für die Fenster benutzen. Das ist ein Glasreiniger sozusagen. Und was war das? Fettlöser oder Antikalk? Nee, Fettlöser ist gut für die Fenster. So, jetzt aber. So, jetzt nehmen wir euch direkt mit. Und ich brauche bestimmt eine Packung. Also ich muss langsam machen, ne Leute? Ich hatte heute ein paar Mal so einen Stich an der Seite und deswegen mache ich jetzt ein bisschen langsamer. Übrigens muss ich noch die Küche aufräumen. Oh, da hat gestern Fisch gemacht und ich bin schlafen gegangen und wusste nicht, dass er das... Also den Fisch hat er komplett gegessen, aber der hat die Sachen stehen lassen und heute haben wir halt gefrühstückt und sind raus. Deswegen muss ich das auch noch machen, aber erstmal die Fenster. Nina, du bleibst bitte hier. Willst du mir helfen? Dann kannst du hier die Spiegel sauber. So, ich zeige euch mal, wie die Fenster aussehen. Seht ihr das? Diese ganzen Punkte hier. Und ich zeige euch gleich, wie das aussieht. So, ich habe jetzt natürlich Handschuhe an. Und trägt alles mit. Ich habe jetzt leider keinen Schwamm da. Ich habe nur noch einen Schwamm. Obwohl doch, ich habe einen Schwamm. Moment, ich hole mal kurz einen Schwamm. So, dann geht es hier weiter. Das ist jetzt in der Mitte Kleber, aber der Rest geht total. Seht ihr das? Ich verstehe nicht, wie hier direkt rankommt. So, mein Fenster glänzt, Leute. Der Hammer. Und das habe ich auch alles wegbekommen. Hier waren nämlich total viele Pollen. Und schaut mal hier. Schaut mal vorher und nachher. Krass, ne? Also hier bin ich jetzt auf jeden Fall durch. Jetzt die andere Seite. So, ihr Lieben, ihr seht, die Fenster glänzen. Und die beiden kann ich definitiv weiterempfehlen. 100.000%ig. Also wenn ich meine Glasreiniger benutze für diese Spiegel hier, dann habe ich danach immer Streifen. Aber jetzt nichts. Beachtet bitte nicht den Hintergrund. Jetzt, Leute, das sieht jetzt aus wie ein Werbevideo, aber ich schwöre es euch, ich habe alles selber gekauft. Und 100%ig zu empfehlen. Ich habe das meiner Mutter erstmal nicht geglaubt. Ehrlich gesagt, ich dachte, hey, türkische Marken. So gut und Dina riecht die ganze Zeit an dem Glasreiniger, weil das so gut riecht. Das riecht total blumig. Und ich bin jetzt schon kaputt. Ich werde jetzt erstmal die Wäsche, die Teller sauber machen. Also das Schlafzimmer ist schon mal sauber. Ich muss nur noch Ninas Schrank sauber machen. Das mache ich aber später. Also jetzt tut mein Arm weh. Und ich will mich auch nicht überanstrengen. Ich habe jetzt die Küche sauber gemacht. Also was heißt das? Die Teller habe ich jetzt sauber gemacht. Und ich zeige euch jetzt mal, was mich total nervt. Weil wir haben schon alles versucht mit Arbeit, aber diese Flecken gehen nicht mehr raus. Ich weiß nicht warum. Ich hätte von Anfang an einfach diese Einlage holen müssen. Aber habe ich nicht gemacht. Jetzt hat gesagt, wir haben nichts Gutes gefunden. Ich versuche jetzt mal hier mit dem Fettlöser und dem Schwamm. Hier dieser hier. Das Gelbe wegzukriegen. Ich zeige euch das mal kurz. Ich habe das wirklich mit nichts wegbekommen. Das auf nur eine Stelle. So, ich mache das nicht. Obwohl, man sieht das, glaube ich, sogar. Ne? Da seht ihr das? Diese gelbe Stelle geht nicht weg. So, das sind... Und hier ein bisschen. Sieht man jetzt nicht. Ich versuche das mal wegzubekommen. Also, wenn er das wegbekommt, dann hat dieses Ding was Gutes. So. Ich bin übrigens voll außer Atem. Also Kind, wenn du das hier wegbekommst, ne? Dann gebe ich dich für nichts mehr auf. Mach keinen Scheiß, ey. Der kriegt das weg. Ihr seht das jetzt nicht, aber der kriegt das hier weg.
Seht ihr doch, das sieht man. Krass. Ach du Scheiße. Ey, ich bin gerade echt geschockt. Wir haben wirklich alles ausprobiert. Alles. Einfach alles. So, ich lasse es noch ein bisschen einziehen und dann geht's weiter. Tatatatam! Es ist alles weg. Krass, oder? Also ich kann es nur empfehlen. Nein, das ist keine Produktplatzierung. Immer noch nicht. Aber dafür würde ich 1000% werben wollen. Echt. Super, 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 duper Ding. So, ihr Lieben, ist schon der nächste Tag. Ich wollte mich kurz nur verabschieden und den neuen Vlog beginnen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. War nicht zu langweilig und bis zum nächsten Mal.